Heute gibt es in der Prinzenstory ein ganz besonderes Treffen am Residenzschloss in Detmold, denn Fernsehmoderator und Wanderprofi Manuel Andrack ist zu Gast bei Prinz Stefan. Und damit herzlich willkommen zur Prinzenstory Spezial. Prinz Stefan und Manuel Andrack haben sich, na klar, zum gemeinsamen Wandern verabredet, denn Manuel Andrack ist ein bekennender Wanderprofi. Genau wie der Hund von Prinz Stefan. Das erste Ziel, die alte Ruine der Falkenburg. Die Wanderung für beide Herren, eine spannende Begegnung. Mit dem Prinzen zu wandern, das ist so lebendige Geschichte. Das ist dann auch nicht abstrakt und irgendwann hat man was mal im Geschichtsunterricht halt weggehört, sondern ach ja klar, da war ja das und ach Mensch, der Napoleon und da warte er erst auf der einen und dann auf der anderen Seite. Und ja, aber es fängt ja dann eben 1190 mit Bernhard II. An und er erzählt da wirklich davon, als wäre das irgendwie der Großonkel. Ne? Und das finde ich total spannend. Eine Wanderung durch den Teutoburger Wald ist immer was ganz Besonderes, denn Wald und Wandern gehörten immer schon sehr eng zusammen. Das weiß auch Prinz Stefan sehr zu schätzen. Ich glaube insbesondere, dass die Natur, durch die man wandert, dass die einen sehr inspiriert und diese Inspiration sich einfach auch in den Gesprächen niederschlägt. Manuel Andrack erzählt während der Wanderung von alten Fernsehzeiten an der Seite von Harald Schmidt. Prinz Stefan wiederum vom fürstlichen Leben im Land des Hermann. Es ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich mit so einem leibhaftigen Waldbesitzer gewandert bin. Und das ist natürlich dann auch schon immer was anderes. Und jetzt als neues Highlight, wo ich eben noch nie war, also so bekannt waren die Wege nicht mit Prinz Stefan, eben die Falkenburg. Also wo man ja dann auch genau das hat, so diese Blickachsen, ja, zum Hermann. Hey, das habe ich alles schon geschafft. Und wo das alles so in Verbindung tritt, das finde ich schon toll. Leben mit Geschichte eben. Das ist es, wofür Prinz Stefan brennt. Und das Wissen gibt er natürlich sehr gerne weiter. Ich konnte Ihnen natürlich die ganze Historie erzählen, auch den Anbeginn unserer Geschichte, die Falkenburg und die lippische Geschichte. Ich konnte aber auch ein bisschen zur Waldgeschichte berichten. Man hat eine ursprüngliche Natur. Man hat den Wald, man hat einfach das Grün, man hat die Abwechslung, die Vielfalt. Berge, Täler, Bäche, Seen. Und was ich finde, man spürt die Seele dieser Landschaft. Und dass man die Seele dieser Landschaft spürt, tut der eigenen Seele gut. Und das tut man nicht mehr überall. Das tut man aber speziell hier. Im Land des Hermann. Und spätestens auf dem Weg zu den Externsteinen steht fest, da haben sich zwei Wanderfans getroffen, die sich richtig gut verstehen. Wir haben uns sehr angeregt über viele Dinge unterhalten, auch über die Wanderregion natürlich. Und ich fand es einen sehr sympathischen Morgen heute. Das fanden wir auch und haben uns deswegen umso mehr gefreut, dass wir mit unserer Kamera dabei sein und mitwandern durften. Und hier kommt ein echtes Plädoyer aufs Wandern. Ich kann nicht verstehen, wie viele Leute Wandern immer noch mit Langeweile verbinden, weil man erlebt halt wahnsinnig viel und eben nicht nur Natur. Also man muss jetzt nicht vorher Flora und Fauna Biologiewissenschaftler sein, um alles genießen zu können, sondern man muss einfach es mal ausprobieren. Und man sollte natürlich in Gegenden fahren, wo es sich auch lohnt, Lipperland. Hier denke ich, so sind so die Höhenmeter auch noch menschlich und erträglich und wirklich die Erlebnisdichte sehr hoch. Also darum kommt es an, was zu erleben. Ja? Also Blicke genießen, ja, wie hier Externsteine genießen, sowas wie den Hermann genießen, olle Ruine wie die Falkenburg genießen. Und aber auch einfach draußen zu sein, sich zu bewegen, niederschwellig zu bewegen. Und dann habe ich noch keinen Menschen gehört, das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, der nicht nach der Wanderung sagt, mir geht's besser als vor der Wanderung, Wandern macht glücklich. Dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen und damit sagen wir Tschüss und bedanken uns für diese Prinzenstory Spezial. Fortsetzung folgt.